Hello und willkommen zurück. Muss gerade mal lachen, warte mal. Der Hintergrund, ihr könnt das nicht wissen. Wir sind ja die ganze Zeit am Video drehen. Im Endeffekt, wir haben also an einem Tag, wo wir sagen, wir nehmen das mal alles so auf, die ganze Geschichte. Und immer einzelne Videos, ohne dass wir die dann noch hinterher groß schneiden. Also da wird sicherlich am Anfang ein bisschen was wegkommen und zum Schluss ein bisschen was weg. Aber ansonsten zwischendrin ist alles pur so, wie es im Endeffekt ist. Und wir haben uns momentan ja immer schon als Pat Norman und Patterchen Steffen bezeichnet. Und insofern müssen wir jedes Mal drüber lachen, wenn irgendetwas im Theater gerade ist und irgendwas passiert. Genau. Und deswegen kommen wir auch direkt wieder zurück zur Übung vom letzten Mal, nämlich dem Zukunfts-Ich. Jetzt hast du einen schönen Artikel über dich, wie du in Zukunft bist. Und da wollen wir jetzt noch eins draufsetzen. Genau. Ihr erinnert euch vielleicht damals, dass wir die Werte schon mal hatten, die eure Ist-Werte definiert hatten. Und die Frage ist ja einfach, sind diese Ist-Werte denn für die Zukunft in 10 oder 15 Jahren immer noch dann diejenigen, die ihr tatsächlich braucht? Oder gibt es andere Werte, die vielleicht mehr in den Fokus rücken sollten, die notwendig sind, um dieses Ziel, diesen Wunsch zu erreichen dann dazu? Und dazu gleich ein Beispiel. Wenn du nämlich heute sagst, Wert ist, ich arbeite noch wie ein Brunnenputzer Tag und Nacht, und habe jetzt reingeschrieben, wie Steffen ja gesagt hat, schreib gern auch mal deinen Wochenplan auf oder deinen Tagesplan. Wenn da jetzt steht, ich arbeite nur noch, fällt jetzt die 4-Stunden-Woche ein, ich arbeite nur noch 4 Stunden am Tag und lebe auf irgendeiner schönen Insel mit meiner Familie. Habe ich übrigens auch mal ein Programm dazu gemacht. Sehr gut. Wir blenden unten was ein. Nein, das machen wir jetzt nicht, aber erzähl weiter. Bauchbinde. Aktuell haben wir nur Bauch, keine Binde. Das würde heißen, dass dein Ist-Stand heißt, wenn du gerade arbeitest wie ein Brunnenputzer, dass du möglicherweise noch Single bist. Somit ist Familie noch nicht auf deinen Ist-Werten. Aber wenn du 5 Jahre in die Zukunft gehst und sagst, den Großteil deiner Zeit möchtest du mit Freunde, Familie, wie auch immer verbringen auf einer Insel, kann es sein, dass deine Soll-Werte des Zukunfts-Ich andere Werte haben. Nämlich, dass da der Wert Familie wichtig ist. Und das wäre die Übung für den heutigen Tag. Finde deine Soll-Werte raus, was für Werte braucht dein Mensch, dein Zukunfts-Ich, eben in ein paar Jahren, um dahin zu kommen, weil dann kannst du clever von Ist zu Soll die Brücke schlagen und sagen, was sind jetzt Dinge, die ich tun kann, um eben den Wert, bleiben wir bei Familie, weiter auszubauen, dass ich in 5 Jahren auch wirklich da bin. Und damit es dir wiederum einfach gemacht wird, werden wir auch wieder hier unten drunter dann einen Link reinstellen, beziehungsweise das Dokument einstellen, damit ihr die verschiedenen Werte habt, um zu prüfen zu können, welche nehme ich jetzt, welche brauche ich tatsächlich, um meine Vision leben zu können. So ist es, weil am Ende des Tages geht es ja nur um eines. Lebe deine Berufung.